Heute habe ich mir mal wieder eine neue Folge von Dehners Mini-Longboard-Tour angesehen. In Zukunft keine Städte mit Tal im Namen mehr. Da fährt man nämlich rein und wieder raus. Aber was hat es dann mit Dortmund auf sich? Aber was hat es dann erst mit Fickmühlen auf sich? Ich für meinen Teil bin auf die nächsten Folgen gespannt. Dortmund. Aber in dem heutigen Video geht es nicht um die Longboard-Tour, sondern um Zoos. Vor einigen Jahren war ich mal mit meinen Großeltern in einem Zoo in... Dortmund. Nein, der Zoo war nicht in Dortmund gewesen. Aber dieser Tierpark war so asozial. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Ich gehe da mit meinen Großeltern hin und auf einmal sind die einzelnen Blocks, also Häuser da, wo die ganzen Tiere drin sind, von außen mit Scheiße beschmissen. Auf jeden Fall bin ich dann zu einer Tierpflegerin da gegangen und habe gefragt, was die Scheiße soll. Wortwörtlich. Und dann haut die Tierpflegerin als Erklärung einfach raus. Ja, ist ja eigentlich schade zum Wegwerfen, deshalb dachten wir machen halt was Künstlerisches draus. Ah ja, was Künstlerisches aus Scheiße. Na klar, kein Ding. Richtig geile Idee. Ich werde ab heute auch nicht mehr spülen. Ist ja viel zu schade zum Wegwerfen. Ich klatsche das lieber ans Haus dran. Dann haben nicht nur ich, sondern auch gleich meine Nachbarn was davon. Und riechen tut es auch gut. Vor allem, was für Kunst. Ich konnte da nicht mal irgendwas reininterpretieren. Es war einfach nur Scheiße an eine Wand geklatscht. Wenn das eine bildhafte Metapher für ApoReds Kanal sein sollte, okay. Aber ansonsten ist es doch einfach nur sinnlos. Ich meine, der ganze Zoo hat wegen der Scheiße gestunken. Und dann müssen die Tiere auch noch den ganzen Tag bei der Scheiße in der Nähe sein. Und das finde ich ziemlich uncool. Aber neben diesen Kunstwerken hatte der Zoo noch viel mehr zu bieten. Und zwar 20 süße kleine Äffchen, die alle miteinander gefickt haben. Und das war nicht nur ein bisschen. Das war der abgefahrenste Katja Krasserwitze-Livestream, den ich je gesehen habe. Warum macht da kein Tierpfleger was dagegen? Das war so hardcore, ich schwör's euch. Was denkt man sich als so ein Zoobesitzer eigentlich, was dann die Familien so zu Hause besprechen? Na, wie war euer Tag, ihr Süßen? Wir waren im Zoo. Oh ja, ja. Die Wände dort waren voll mit Scheiße beschmissen. Und die Affen haben alle in ihre kleinen Arschfotzen reingefickt. Gebe diesem Video einen Daumen nach oben. Oder in den nächsten 10 Sekunden kommt ein Affe rein und vergewaltigt dich.